Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heute zeige ich Ihnen, wie man Kräuterbutter ganz einfach selber machen kann. Im Heiligen Koran in der Sura Al-Baqarah heißt es im Vers 173: Ja, ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Es gibt viele verschiedene Kräuterarten und jede von ihnen hat ihre eigenen Vorteile. Rosmarin fördert die Hirnfunktion und kognitive Leistungsfähigkeit. Salbei enthält viele Antioxidantien und schützt gegen krankheitserregende freie Radikale. Petersilie schützt gegen Tumorbildung und Blutkrebs. Koriander, eine reichhaltige Vitamin-K-Quelle, stärkt die Knochen und verhindert den Ausbruch von Knochenerkrankungen. Zimt hilft, den Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Diabetes Typ 2 zu reduzieren. Pfefferminz hilft gegen Reizdarmsyndrom und unterstützt die Verdauung. Kreuzkümmel verhindern Magenschwüre und sind sehr kraftvoll gegen Krankheitserreger. Oregano lindert Gelenkentzündungen und Arthritisschmerzen. Ingwer lindert Übelkeit bei schwangeren Frauen, Menschen mit Sehkrankheit und Krebspatienten während der Chemotherapie. Thymian ist sehr eisenreich und verhindert Blutarmut. Kommen wir nun zu dem Rezept. Zuerst schneidet man die Kräuter und die Knoblauchzehe klein. Sie können sich Ihre Kräuter selbst aussuchen. Kräutern spricht man heute zahlreiche gesundheitliche Effekte zu. So erkennt man viele von ihnen als natürliche Antibiotika und weiß um ihre entzündungshemmenden, immunstärkende und potenziell krebshemmenden Eigenschaften. Besonders hervorzuheben ist ihr hoher Antioxidantiengehalt, da diese Stoffe den menschlichen Körper vor oxidativem Stress und damit vor vielen Erkrankungen bewahren. Kräuter seien eine bessere Antioxidantienquelle als die meisten Früchte und Beeren, Getreideprodukte und Gemüse. Neben Gemüse, Früchten, Beeren und Nüssen sollten Kräuter und Gewürze einen täglichen Auftritt auf unseren Tellern haben. Auch in kleinen Mengen genossen ist ihr Beitrag zum Gesundbleiben beträchtlich. Die 250 Gramm Butter sollten Zimmertemperatur betragen. Dann gibt man die kleingeschnittenen Kräuter zu der Butter. Für die Frische reibt man etwas von der Zitronenschale und gibt es dazu. Außerdem noch etwas Thymian. Und anschließend noch Salz und Pfeffer nach Wahl. Nun wird alles gut miteinander vermischt. Die Antioxidantien bleiben auch in getrockneten Kräutern erhalten. Die Konzentration ist sogar noch höher. Der letzte Schritt besteht darin, die Kräuterbutter in eine Frischhaltefolie zu geben und diese schön rund in der Frischhaltefolie zu verpacken. Drehen Sie die Enden zu, wie bei einem Bonbon. Es ist wichtig, dass es am Ende gut verpackt ist. Nun kommt die Kräuterbutter für eine Stunde in den Kühlschrank. Fertig ist die Kräuterbutter. Viel Spaß beim Nachmachen. Jazakallah.